Freunde, wir sind wieder im Militärmuseum in der Schweiz bei unserem geliebten Tiger und der Bernd erzählt uns gleich, was in den letzten Monaten so gelaufen ist. Bernd, leg mal los. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich konnte es auch kaum erwarten, dass ihr wieder da seid. Wir machen gleich nochmal eine kleine Tour durch die Wanne, aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen zum Turm. Der Turm, der steht hier jetzt mitten in der Halle und zwar aus dem Grunde, weil wir einmal die Wiege reinmachen wollten, die ist mittlerweile drin. Dann müssen wir das Rohr reinmachen, das hier aus zwei Teilen besteht. Das hintere Rohrteil, das wird von hinten durch die Kimme ins Korn sozusagen geführt. Und wenn das Ding montiert ist, wird das vordere Teil von vorne drauf gesetzt. Und da der Kran da oben an der Decke in der Bewegung etwas begrenzt ist, haben wir den Turm so gestellt, dass alle Teile von allen Seiten gut montiert werden können. Da habt ihr schon was reingemacht in den Turm? Ja, wir haben damit gerechnet, wenn alles gut geht, brauchen wir pro Teil also einen guten Tag. Und da du weit weg wohnst und nicht allzu oft oder nicht regelmäßig kommen willst, haben wir gesagt, wir machen die Wiege schon mal, weil da auch am wenigsten zu sehen ist. Also das ist die Rohrwiege? Genau. Und was macht sie, die Rohrwiege? Die Rohrwiege ist an zwei großen Lagern befestigt. Und gewährleistet praktisch, sie hält das Rohr und gewährleistet die horizontale Bewegung nach oben und nach unten. Wir haben sie reingepackt, indem wir sie von hinten, also mit Hubwagen und so, von hinten reingefahren haben und angehoben haben und von unten immer weiter Kästen drunter gefahren haben, bis das Ding auf einer Höhe ist, dass wir sie praktisch nach vorne fahren konnten. Das ging relativ gut, wenn man sich im Vorhinein genug Gedanken macht, was passieren kann, wo, welches Teil irgendwie mal zur Ruhe kommt und so, dann klappt das ganz gut und wir waren zufrieden. Wir sollen hoffen, dass das mit dem Rohr genauso klappt. Wir haben alles schon bereitgelegt. Also was ich gesehen habe, neu ist auch Kommandantenkuppel, habt ihr auch gebaut und die Ausstiegslucke für den Ladeschützen ist das, oder? Die Sachen sind schon lange drin. Gut, du warst lange nicht dabei. Ja. Wollen wir mal kurz runtergehen? Ja, schauen wir mal. Es ist heller, aber noch nicht geräumiger geworden. Da sind die Lagerzapfen da drin? Genau. Die Rohrwiegenlager. Und ja, wir haben das Rohr nach oben abgestützt, weil wir haben die Wiege nach oben abgestützt, weil sie erstmal im Augenblick. Nach oben und nach unten haben wir sie abgestützt. Im Augenblick würde sie nach unten kippen. Wenn das Rohr drin ist, kippt sie aber nach vorne. Mhm. Und da die Wiege horizontal sein muss, darf das Ganze hier so reinfahren. Wir hoffen, dass wir es über diese Latte hier gezogen kriegen. Ja, haben wir eben schon vorgearbeitet. Die ganzen Teile sind schon eingebaut. Lüftung. Die Kommandantenluke ist drin. Funktioniert auch alles. Zack. Ja. Kann man so einfach machen. Und hiermit dann sichern. Ach, alles klasse. Sieht wunderschön aus. Muss man aufpassen, dass man nicht einen auf den Deckel kriegt. Ja, und hier? Die Kanone wird dann durch eine Feder noch festgehalten, oder? Habe ich recht? Welche Feder? Das hier? Weil wenn das Rohr drin steckt, ist es ja nicht, oder ist es dann ausbalanciert? Und, ist es dann neutral ausbalanciert, die Kanone? Nein. Wenn man sich Bilder von alten Panzern ansieht, die Knockout sind, dann hängt das Rohr runter. Also muss eine Feder quasi unten. Es ist keine Feder, es ist eine Verbindung zum Höhenrichtgetriebe. Aha, okay. Das Höhenrichtgetriebe, das haben wir noch nicht, zumindest noch nicht ganz. Einige Teile haben wir schon. Das fehlte bei uns und wird nachgemacht. Ich dachte, das ist eine Feder, weil das beim Panzerkampfwagen 4 eine Feder war, die aber zum Turmboden befestigt war. An den Turmboden. Das ist hier nicht. Das ist hier nicht. Ja. Wir haben die Teile, kann ich euch gleich zeigen. Da wird hier so ein ziemlich massives, so armdickes Rohr befestigt, angeschraubt. Und unten kommt die Verbindung zum Höhenrichtgetriebe. Ja, hier, das ist der Dämpfer für die Luke hier, für die Ladeschützenluke. Das sind drei Schläuche, das sind drei Behälter für Atemschläuche. Ja, und dieses Ding hier, das ist die Sicherung für diese Luke. Hier kommt die Turmzurrung hin, die hat der Björn, der da hinten steht, gemacht.
einfach nur anhand von Zeichnungen. Da haben wir kein Originalteil gehabt. Sieht super aus. Das ist im Grunde so ein Rohr, was ein bisschen verlängert werden kann durch so ein, durch so ein Gewinde. Das wird runtergeklappt und wenn die, wenn der Panzer über Land fährt, also längere Strecken, dann wird das Rohr, also nach oben, ja, ah, super. Björn reicht mir das Teil hier gerade, sieht fantastisch aus. Ja, das wird hier so montiert und normalerweise hier so befestigt. Aus irgendeinem Grund passt hier dieser Winkel überhaupt nicht. Wir wissen noch nicht ganz warum. Hier wird das so befestigt und wenn der Panzer, wie gesagt, über Land fährt, wird das Rohr ganz angehoben vorne, dass der hier unten praktisch fest liegt und dann wird das Ding runtergeklappt und hier wird das Rohr am Bodenstück arretiert. So eine Art Feststellung, ne? Feststellung. Dass man den Außenstützer nicht braucht quasi. Der hat keinen Außenstützer. Ja. Der Jagdtiger, der hat einen Außenstützer, der hier nicht. Ja. Aber damit das Rohr auch die Lager nicht belastet. Interessant, weil das sieht man ja so gar nicht, ne, in der Art, weil man sieht bei anderen Panzern, die haben eine Stütze und der hat hier keinen. Ja, nur der Jagdtiger, und ich weiß nicht, der Elefant möglicherweise auch. Und zwar, der Grund ist höchstwahrscheinlich der, das Rohr ist ja hier nur horizontal beweglich, rauf und runter, ne, über zwei einfache Lagerzapfen. Der Jagdtiger und der Elefant, das sind ja Jagdpanzer, die haben keinen beweglichen Turm, die haben eine sogenannte Lafette da drin. Da ist das Rohr einerseits vertikal, andererseits auch horizontal und vertikal beweglich. Und diese Aufhängung, die ist komplizierter und empfindlicher, was Stoß angeht. Ja. Deshalb muss das Rohr durch die Rohrstütze vorne der Wanne mal kurz durch, befestigt durch die Wiege gucken. Aber ja, geht notfalls als Mörser durch. Haben wir auch schon gesagt, ja. Was hier noch interessant ist, dass wenn man hier reinguckt, dann gibt es hier Erhöhungen, drei Stück an der Zahl, ne, zwei. Das sind praktisch die Lager, die Gleitlager, aha, in die das Rohr mehr oder weniger spielfrei reinpassen sollte, mhm, und beim Schuss sich auch axial bewegen sollte. Aber durch Korrosion sind die schon so flach geworden, wir haben das ja vorher mal ausprobiert, ob das Rohr auch wirklich da reinpasst, dass so 2 mm Spielen mittlerweile sind. Also auch am Rohr hinten die Lagerfläche. Und das wird geschmiert, diese Fläche? Oder? Normalerweise wird die geschmiert. Wir, gut, als Alibi schmieren wir da jetzt auch ein bisschen. Aber es ist eben nicht nötig, weil das Rohr hier unten aufliegt und nicht mehr... In der ganzen. Und wir schießen ja auch nicht damit. Wir wollen nicht mehr schießen. Keine Angst. Wir haben hier vielleicht noch die Halterung fürs Scherenperiskop. Genau. Hinter dir, da rechts neben mir, das ist die Halterung für eine von drei Selbstzerstörungsladungen, die der Tiger hat. Oh. Eine im Turm, eine vorne hinterm Funker. Und hinterm Fahrer unter der Decke und eine hinten am Brandschott. Also über dem Brandschott, nicht direkt davor. Interessant. Hier kommt ein Lüfter rein, den wir leider nicht haben. Ist der dann durch ein Gitter geschützt, oder? Nee. Also wenn man nicht aufpasst, wird man rasiert um. Nein, der Lüfter ist hier und hier ist der Motor. Also, okay. Aufbau da. Das ist einfach so eine Blechverschalung im Grunde, die hier so halbkreisförmig entlang geht. Das ist eigentlich ein Schutz, damit Leute keine Minen oder Sprengmittel darunter schieben können. Wenn der Turm auf der Wanne ist, dann ist das ja hier praktisch der Bereich der Motorabdeckung und da gibt es so die großen Ventilatoreingänge, Abdeckungen, die stehen deutlich höher als der Wannenboden und die decken das ab, sodass hier dann praktisch kein Platz ist. Aber hier wäre ein freier Raum, wenn der Turm sich dreht und da könnten die Leute, die den
die dem Panzer nicht wohlgesonnen sind, die Hooligans. Minen oder sowas reintun. Die Hooligans. Anschieben. Die machen das eben. Ja, das schön kann wir nehmen. Ja. Wir haben hier unten die Abdeckplatten. Ja, sind nicht so ganz gut zu sehen, aber da zu erahnen. Also die sind relativ hoch. Ne? Und also da unten auch. Ja, das ist ein gutes Foto. Jedenfalls, die stehen hoch und decken diesen Raum da ab. Aber diese Aussparung, die ja, muss so gemacht werden. Jawohl. Also was wir jetzt machen, das hintere Rohrteil, das liegt ja da hinten. Die Schleppbänder, die sind schon drauf. Wir heben das an, schwenken das darüber und bringen das schon so weit es geht rein. Wir tippen mal, dass es ungefähr 1,5 bis 2 Meter dann schon reinragen wird. Dann fahren wir diesen Aufbau mit den Palettenkisten da hinten davor, sodass das Rohr dann praktisch da drauf liegen kann, das Bodenstück. Dann ist es halb drin und halb draußen. Dann werden wir dieses Gerät hier, das Ding nennt sich Habecker, das ist wie so eine Art Flaschenzug vom Effekt her, werden wir da anbinden. Dieses Seil werden wir da durchziehen, da durchschieben, durch die Wiege, durch das Rohr und hinten mit dem Holzklotz verbinden und das Rohr im Grunde über diese Bewegung Zentimeter für Zentimeter reinziehen. So Gott will. Ja, die Kanone hat ja ein bisschen Spielraum da drin, ne? Ja, ja. Das Rohr geht schon durch, normalerweise. Ja, das wird doch irgendwie klappen. Wir müssen das natürlich heutzutage anders machen, als die Jungs im Feld das damals gemacht haben. Ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, aber ich nehme an, entweder hatten die einen Ständer, ein Gestell für den Turm, der es erlaubt hat, drunter zu fahren, oder die haben den ganzen Turm praktisch auf die Wiege draufgestellt, weil die hatten so große fahrbare Kräne, mit denen die Türme abnehmen konnten. Und da hat man auch mit so einem Kran den Turm heben können, oder? Naja. Wie viel wiegt der Turm? Also der Turm wiegt leer 10 Tonnen und mit Geschütz ungefähr 13 Tonnen. Aber in alten Büchern sieht man diese fahrbaren, faltbaren Kräne im Grunde. Da konnten die so einen Turm ruckzuck abnehmen. Die hatten ja auch Übung, war ja tägliches Brot. Wir machen das ja einmal in 10 Jahren. Und ja. Und wie gesagt, die Wiege reinzumachen, das geht mit diesem Gestell eben nicht so einfach. Die werden da damals Wagen gehabt haben, um das Ding da drunter zu fahren, hochzuheben, zack, fertig. Und das Rohr wurde auch damals schon durch die hintere Luke reingeschoben. Anders kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. Also, was habt ihr da gemacht? Also die Leitungen hier, die Rohre, das sind die Leitungen für das Getriebeöl. Der Tiger hier, der hat eine Getriebeölkühlung, was ihn auszeichnet. Ich kenne keinen anderen Panzer, der das hat. Normalerweise, das Getriebe wird ja sehr heiß. Und bei den anderen Tigern ist das Getriebe eingehaust in so eine Metallverschalung und wird luftgekühlt. Über einen Ventilator, der hinten am Motor sitzt, wird Luft drüber gezogen. Mhm. Bei uns ist dieser Luftkanal zugeschweißt, war der von vornherein. Und unser hat diese Leitungen, die übers Brandschott am Motorraum entlang hier oben zu dem Kühlwasserausgleichsbehälter führen, den man hier nicht sieht, der hier hinter unten. Und da wird das Getriebeöl gekühlt. Also gibt es einen Ölkühler quasi sozusagen. Den kann ich euch auch gleich zeigen. Irgendwo steht der auf dem Wagen, habe ich ihn schon gesehen. Das ist wie so ein Tauchsieder, so ein großer Tauchsieder. Ja, genau, da unten ist er. Können wir uns gleich von nahem ansehen. Was wir noch haben, die Batteriekästen haben wir gemacht. Die Dimension der Rahmen, wo die drauf sind, die haben wir aus Bobinden. Und die Dimension der Kästen, die haben wir so nicht gehabt, aber die kann man ganz gut abschätzen. Sie müssen in den Rahmen passen. Und von der Höhe kann man es auch anhand von alten Bildern abschätzen. Ja.
deswegen habe ich gesagt, gleich die Neukotte drunter liegt. Also, wir sind im Turm, da ist auch schon vieles gemacht worden. Kommandantenkuppel eingebaut, hier die Luke eingebaut, hier so einiges Befestigung, hier so Atemschläuche, Behälter. Und das ist so eine Fixierung, da wird so eine Stange, so eine Gewindestange rein festgemacht. Die braucht man, wenn man fährt. Die wird aufgeklappt und wird hier das Rohr stützen, wenn man fährt, damit das Rohr fixiert ist und auf Marsch. Das ist die sogenannte Rohrwiege. Da sieht man also, da kommt das Rohr rein. Und das sind diese Lagerzapfen oder die Wiegenlager sind das. Da ist es momentan noch durch so Holz gestützt, abgestützt unten und oben. Genau. Die Luke funktioniert auch zum Zu- und Aufmachen schon. Da kann man das hier dann reindrehen. Ich traue mich jetzt nicht. Und jetzt wird praktisch durch diese Öffnung der hintere Teil der Kanone hier reingeschoben. Und auf diesem Holz versuchen wir, das in die Wiege reinzuschieben. Also wir werden da von vorne ziehen und von hinten schieben. Hier war Selbstzerstörungsladung drin. Es gab insgesamt 3. Im ganzen Panzer verteilt. Für die Selbstzerstörung, falls der Panzer aufgegeben werden muss. Improvisation. Ja, aber andererseits, der Fackel killt nur, weil die Kante. Man kann da ein bisschen steuern. Ja, genau. Das ist die Finne hier. Steuerruder. Sieht affenhart aus. Ja, bestens.
Na, dann geht's vor. Der will frei sein. Einmal ein bisschen runter. Warte mal kurz. Ja, auch nicht mit den Dielen. Ah, das geht schon. Geht noch ein bisschen vor. Passt auf, dass das Bodenstück auf zwei Brettern liegt. Dann ist es, dann hat es ungefähr die Höhe von den Bohlen. Geht's noch weiter vor? Geht's noch weiter rein? Ja. Ich glaube, die beiden Kanten. Warte mal. Das ist ein bisschen zu hoch hier. Ja. Hölzer wegmachen. Welche Hölzer wegmachen? Die da. Ja. Müssen wir durch. Machen wir. Sind so hoch. Ja, das ist. Ja, ich glaube, man kann die wirklich wegmachen. Ja. Okay, dann. Aber der macht doch ganz flexibel. Nimm mal lieber einen Kantholz hier so einmal quer in die Form. So, Sicherheit. Bitte? Kannst du dich zwar hier nicht bewegen, aber ist egal, ja? Ein bisschen runter. Ja, ja, ja. Das Gemauert. Doch. Weiter, weiter, weiter runter. Fast bis es aufliegt. Halt. Jetzt vor. Ja, komm mit. Vorfahr. Ich glaube, viel weiter dürfen wir nicht. Dann liegt das Seil sonst auf, ne? Pass auf, ich setz mal ab. Kannst du die Spitze vorne irgendwie abfangen? Auf Kantholz? Nee. War schon Erhöhung. Dann ist das. Ja, genau. Geh mal vorne auf den Turm unter Kante. Kurz hinter den Drehkreis. Was? Hier kurz hinter den Drehkreis. Ja. Nee, dann ist es zu hoch. Leg mal ab jetzt. Wenn du jetzt absenkst, dann liegt das ziemlich gut auf. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das noch ein paar Minuten braucht. Dann fahr doch ein bisschen tatsächlich wieder zurück. Okay. Liegen wir da auf? Ganz knapp. Dann liegt am Turm auf. Warte mal, wir haben noch mehr, aber auch hoch. Fahr doch mal hoch. Und das Ganze geht jetzt ein bisschen mehr. Jetzt runter. Na warte, wir liegen hier vorne an der Kante, das Fahrrad. Thank you.
Seile drin, halt ich. So, jetzt sind wir auf Zug. Das sind nur Samen, weißt du? Finger auf Bus. Ey, ihr packt der Chef noch mit selber. Achtung! Ja, da hat er schon nach vorne. Weißt du, ob ich so gut? Ja, ich fahre nachher nicht. Ich will nur an, wenn das alle zurutscht, sondern wenn ich jetzt aber schon fahre, dann fahre ich zu viel schon. Jetzt müssen wir entspannen kommen. Ja, das kannst du vergessen. Nee, jetzt ziehen wir. Das ist ja nur das Ziel, dass wir die Last noch. Kommt. Ja, ich muss erstmal spannen hier. Einspannen. Ja, da geht nicht. Wir müssen einspannen, das halt. Der noch ist halt entspannen. Jetzt mit dem nach vorne, oder? Jetzt geht er. Ich glaube, wir müssen das ganze Ding weiter davon machen. Ich kann schon mal los. Ja, warte. Aber ich meine, gut. Fantastisch. Geht? Ja, aber ich bin ja entspannt. Ich glaube, am besten kommst du drinnen jetzt. Da ist am meisten zu viel. Jawohl. Wollen wir machen? Weiter. Wir müssen bloß hinten. Aufschauen, dass es nicht hinten hingelegt. Das Brett hier, das wird gleich runtergezogen. Nö. Doch. Die Kante, die liegt ganz klar. Ja, aber dann brauchen wir das nicht mehr. Ja, nee, da brauchen wir das nicht mehr. Aber das wird die Sache jetzt. Passiert? Ja? Aufgesetzt. Jetzt ist es ein bisschen hier rüber nach rechts. Und? Achtung! Ja, das ist schwer. Warte mal! Wenn das Ding baumelt, dann kriegen wir es hier gar nicht mehr gedreht. Wir müssen eben jetzt hier rüberziehen. Genau. Dabei zu zwei, kommt. Fahren zu zwei. Geht nochmal ein. Ja? Ich muss noch ein bisschen Regie machen. Ein bisschen höher. Jetzt ziehen! Sollte ich gerne! Also, du kommst rüber. Sehr gut, sehr schön. Ah, fantastisch. Fantastisch. Schieb die Bohle mal ganz nach hinten. Die Mitte. Ja, sehr gut. Rutsch schon rein. Da gleitet das Ding. Ja. Einmalige Aufnahme. Ja. Auf jeden Fall. Kannst du mal hier auf jeden Fall. Komm, steig mal hoch. Stopp! Kommt denn die Öse an den Tor? Alles gut? Ja. Wie machen wir das jetzt da? Das wissen wir noch nicht. Wir machen das. Irgendwie machen wir das schon. Ja. Hat sich schon ein paar Millimeter bewegt. Passt. Mach nochmal. Ja, so ist gut. So. Jetzt vorne anziehen. Ja. Jetzt anziehen. Nein, das muss genügen.
Ja, so von mir aus. Aber das ist schon besser. Das hat den richtig. Ja? Ja? Einmal ziehen. Stopp, 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 nicht so dolle. Fingerbreit absägen, damit das Ding hier nicht an dieser Schraube hängt. Jörn, du hast da eine Holzsäge im Wagen, ne? Der Holzschaft. Fängt er an? Sprichst du an? Hinter dem Gewinde kommt ja so eine Stufe. Ja? Ich nehme jetzt die erste Stufe auf. Hat die auch so drin, aber. Nee, ständig muss man nicht rufen. Ich ziehe an. Eigentlich müssen wir ja immer mal ablegen und dann vorgehen, ablegen. Zum Ablegen halt, ne? Weiter? Ja. Die Bohlen raus und schlingst die, machst die Schlinge praktisch hier so. Ach so, ja. Und dann gehen wir weiter nach vorne.
Wir müssen nachher nur mit der Schlinge so weit wie möglich nach hinten kommen. Gut, aber dann müssen wir die Bohlen jetzt ganz nach hinten legen, damit das Ding hier. Damit er nur hier hinten aufgeht. Genau. Wo ist unser Schmiermaxe? Komm, sitze. Schmierfänke schon drin. Dass wir die Paletten rein stapeln. Dass wir da wieder eine große Abfangfläche haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Was hast du? Ich glaube fast, lass mal ab. Ich glaube, das können wir sogar so lassen. Achtung. Und dann? Ja? Nochmal? Gibt ihr noch Rollwiege? Ja, die Rollwiege, die legt sich jetzt ins Holz rein. So, okay, jetzt nochmal den Rest. Ja. 30 cm noch ist er drin. Kannst ziehen. Ja. Halt. Jetzt runter. Runter den Turm, runter den Kran. Das sieht doch gut aus. Ja? Den? Ja? Nein. Die Kran erst runter. Achtung. Und was los? So, okay. Jetzt kannst du ziehen. 15 cm noch ist er drin. Das sieht gut aus. Einen kleinen Tacken noch. Ah, der rutscht immer auf den Schub weiß. 5 cm. Ja, super, alles klar. Und es hat Bumm gemacht. Und es hat Zoom gemacht. Genau. Affengeil. So, jetzt können wir das Ding nochmal rausnehmen und dann schaffen wir es beim zweiten Mal viel schneller. Das macht der Bernd alleine dann. Löst du die Spannung? Komplett raus? Ja, es ist drin. Ich gehe lieber raus. Wollen wir nach dem Essen die Blende vorne drauf machen eben? Ja, locker. Damit sich das auch lohnt für dich hier. Hey, wir wollen auch für später was haben, ne? Nicht alles auf einmal. So, alles klar. Der muss jetzt vorne hinten rausgezogen werden, ne? Ich glaube, du kriegst den Haken nicht durchs Rohr vorne. Ach,